Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz begrüßen. Sowohl die Vertreter der Medien, die hier im Kreistagssaal Platz genommen haben, die vor uns sitzen, als auch diejenigen, die dann diese Pressekonferenz auch digital verfolgen wollen. So soll das jedenfalls sein, dass die wichtigsten Informationen dann auch noch ins Netz gestellt werden. Mein Name ist Götz Ulrich, ich bin der Landrat im Burgenlandkreis und an meiner Seite haben noch zwei Personen Platz genommen, die heute gemeinsam mit mir Fragestellungen besprechen und auch erklären können, die im Zusammenhang mit dem Thema Strom, Energie, Gaskrise stehen. Links neben mir Frau Dr. Ariane Körner, die zuständige Dezernentin, die auch das Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen zu verantworten hat und stellvertretende Landrätin. Und rechts neben mir Kai Lehmann, er ist Geschäftsführer der Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd. Was das mit dem Thema zu tun hat, Herr Lehmann, vielleicht können Sie zwei Sätze dazu sagen, was die Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd mit Sitz in Weißenfels für Aufgaben hat. Ja, vielen Dank, Herr Ulrich, das mache ich gerne. Die Servicegesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der drei Stadtwerke, der Technischen Werke hier in Naumburg, der Stadtwerke in Weißenfels und der Stadtwerke in Merseburg. Die drei Stadtwerke haben vor über 10 Jahren beschlossen, dass Prozesse, die bei Energieversorgungsunternehmen laufen, im kaufmännischen Bereich, im technischen Bereich, auch in Querschnittsfunktionen, dass die in eine Hand gegeben werden können, um das vielleicht für jedes Stadtwerk selbst dann etwas effizienter zu gestalten. Und von daher vertrete ich die technischen Prozesse und die kaufmännischen Prozesse, die in Stadtwerken üblicherweise laufen. Genau, und mir fiel auf bei einer Gesprächsrunde mit den Geschäftsführern und Gesellschaftern der Stadtwerke aus unserer Region, dass sie eben sehr gut auch erklären können. Und das kann ja, falls es Fragen gibt, dann auch hilfreich sein. Also herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Lehmann. Ja, meine sehr geehrten Einwohnerinnen und Einwohner und sehr geehrte Pressevertreter, es geht Ihnen in Ihren privaten Haushalten sicherlich nicht anders als uns im Landratsamt. Wir alle haben uns in den zurückliegenden Monaten Gedanken darüber gemacht, wie wir Energie einsparen können, wie wir weniger Gas verbrauchen, wie wir weniger Strom verbrauchen, weniger Öl, weniger Fernwärme, was auch immer. Und unmittelbar nach dieser Pressekonferenz werde ich mich dann auch auf den Weg machen nach Berlin zum Gipfel Energieeffizienz, zu dem der Bundeswirtschaftsminister Herr Dr. Habeck eingeladen hat. Und dann geht es darum, wie die bereits ergriffenen Energieeinsparmaßnahmen fortgesetzt, ausgeweitet werden, um eben eine Gasmangellage zu vermeiden, um das Sparziel von 20% weniger Energie zu erreichen. Und ich werde dort aus den deutschen Landkreisen berichten, welche Maßnahmen wir ergriffen haben. Allerdings, trotz aller Sparmaßnahmen und aller gemeinsamen Anstrengungen, bereitet sich das Landratsamt des Burgenlandkreises auch auf eine Strom- und Gasmangellage vor. Ob es hierzu kommt, dazu geben die Fachleute unterschiedliche Auskünfte. Ganz überwiegend wird die Gefahr, dass wir langfristige Stromausfälle zu erwarten haben, als gering angesehen. Ganz überwiegend wird auch die Gefahr, dass es zu Stromausfällen in großen Gebieten Deutschlands und Europas kommt, als gering angesehen. Auch eine Gasmangellage in diesem Winter ist nicht ganz wahrscheinlich, und dennoch müssen wir für eher unwahrscheinliche Konstellationen ja Vorkehrungen treffen. Und das ist im Burgenlandkreis durch das Landratsamt und durch das Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen geschehen. Übrigens sitzt auch der Amtsleiter, Herr Schröder, unter uns, sodass auch von dieser Seite dann noch entsprechende Informationen erteilt werden können. Ich möchte heute mit unseren Informationen weder verunsichern noch ängstigen, sondern
sensibilisieren und vor allen Dingen die Bevölkerung informieren. Denn Angst und Verunsicherung, das sind schlechte Ratgeber, aber sich vorzubereiten, sich Gedanken zu machen, das sind, glaube ich, gute Ratgeber. Übrigens ist es so, dass das Thema eines großflächigen Stromausfalls uns nicht erst seit der Energiekrise, die im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg steht, beschäftigen, sondern schon seit 2017. Denn schon seit 2017, da gab es eine Katastrophenschutzübung, an der unser Amt für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen teilgenommen hat, zu eben diesem Thema. Steht das Thema Stromausfall, Strommangellage in der Bearbeitung und seitdem stehen wir auch mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Burgenlandkreis in Kontakt, den ich schon jetzt für die wirklich gute Zusammenarbeit und auch die Bereitschaft zum Mittun ausdrücklich danke. Ich will daher im Folgenden aufzeigen, dass wir als Landkreis nicht unvorbereitet in eine solche Situation, die hoffentlich nicht eintritt, schlittern würden und um diese Vorbereitung auch entsprechend zu erläutern, wollen wir Ihnen heute Leuchttürme vorstellen. Das sind versorgungssichere Objekte, die in 11 Einheits- und Verbandsgemeinden, also in allen 11 Einheits- und Verbandsgemeinden des Burgenlandkreises von uns identifiziert wurden, festgelegt wurden und vorbereitet sind. Und das Ziel ist es dabei, dass wir gemeinsam mit den Städten, Gemeinden, Verbandsgemeinden eben Leuchttürme, wenn man so will, Zufluchtsorte einrichtet und damit der Bevölkerung einen Anlaufpunkt in räumlicher Nähe gibt für verschiedene Funktionen. Natürlich für Auskünfte zur aktuellen Lage, für die medizinische Versorgung, für die Ernährung, für das Aufwärmen, auch für das Übernachten von Menschen mit besonderen Betreuungsbedarfen, bis hin eben zum Toilettengang. Wir halten also damit jetzt in jeder unserer 11 Einheits- und Verbandsgemeinden je ein Objekt mit ausreichender Größe vor, das dann in einem Zeitraum innerhalb von 24 Stunden nach Ausrufen eines Katastrophenfalls auch in Gang gesetzt, aktiviert, in Betrieb genommen werden kann. Wo diese Objekte liegen und was es damit noch genauer zu tun hat, dazu würde jetzt Frau Dr. Körner übernehmen und uns diese Objekte genauer vorstellen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Das mache ich sehr gerne. Ja, wir als untere Katastrophenschutzbehörde wollen zusammen mit unseren Bürgern krisenfit sein. Und dazu gehört auch eine frühzeitige Information über unsere Notfallleuchttürme im Burgenlandkreis. Unseren Schwerpunkt sehen wir vor allem in der Vernetzung wichtiger Akteure vor Ort und in einer schnellen Information der Bürger über die Lage vor Ort. Daher haben wir zusammen mit den Städten, Verbands- und Einheitsgemeinden des Burgenlandkreises für den eben genannten Fall des langanhaltenden Stromausfalls diese insgesamt 11 Notfallleuchttürme geplant, die wir dann auch betreiben werden. Nach 24 Stunden soll ein solcher Notfallleuchtturm in Betrieb gehen und für die Menschen vor Ort aus der Umgebung ein Anlaufpunkt sein, eine Licht-, Wärme-, ja, eine Verpflegungsinsel sein und vor allem auch ein Informationspunkt sein. In diesen Notfallleuchtturmen können zwischen 250 bis 300 Personen betreut werden. Die Leuchttürme werden mit Strom, mit Wärme, mit Essen und Getränken versorgt sein.
Vor allem aber sollen in den Leuchttürmen die Bürger alle wichtigen Informationen erhalten und bekommen, die durch den üblichen Meldeweg und durch die Medien nicht mehr die Bürger erreichen, weil eben kein Internet oder auch kein Fernseher mehr funktioniert. Die Kommunikation wird über den Digitalfunk durch unsere Funkgeräte sichergestellt, der krisenfest ist und auch bei Stromausfall funktioniert. Alle Informationen werden dann über Aushänge, Flyer und an Flipcharts in den Leuchtturmen an die Bürger weitergegeben. Zudem werden alle vorhandenen Kräfte vor Ort im Notfallleuchtturm gebündelt. Denn nur zusammen kann viel geleistet werden. Neben den ehrenamtlichen Helfern und den Helfern aus den Ordnungsämtern wird vor allem vor Ort ein niedergelassener Arzt die ärztliche Versorgung absichern und ein Polizeibeamter aus dem Polizeirevier. Wir als Bogenlandkreis richten die Leuchttürme materiell ein, das heißt also mit Sachmitteln hinsichtlich Versorgung mit Strom, Heizung und Verpflegung. Das sind etwa Notstromaggregate. Das sind etwa Warmlufterzeuger, aber auch Erste-Hilfe-Materialien oder persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe, Masken, Schutzoveralls, aber auch eben Essen und Getränke. Die Notstromversorgung ist in allen Leuchtturmen mit Notstromaggregaten sichergestellt. Die Wasserversorgung wird durch Wassertanks mit Trinkwasser, aber auch mit Wassertanks mit Brauchwasser sichergestellt. Wir werden aber auch auf vertraglich durch uns beauftragte Firmen zurückgreifen, etwa bei der Bereitstellung von Feldküchen, bei mobilen Küchen also oder bei der Versorgung mit Heizkörpern und Stromaggregaten, aber auch bei der Versorgung mit Lichtstrahlern hinsichtlich einer Beleuchtung, einer ausreichenden Beleuchtung. Für 40 bis 50 Personen je Leuchtturm werden Schlafmöglichkeiten, sogenannte Feldbetten, vorgehalten. Dabei konzentrieren wir uns natürlich auf die zunächst hilfsbedürftigen Personen, zum Beispiel etwa Mütter mit Neugeborenen. Die Gemeinden werden dann mit ihrem Personal den Betrieb der Leuchttürme sicherstellen. Wir haben uns mit allen Städten, Einheits- und Verbandsgemeinden vor Ort im Bogenlandkreis beraten und jeweils ein passendes Objekt gefunden. Diese Notfallleuchttürme sind vorrangig Turnhallen. Turnhallen, für die größtenteils auch der Bogenlandkreis verantwortlich ist. Diese ausgewählten Notfallgebäude erfüllen besondere Anforderungen. So etwa hinsichtlich der Möglichkeit, eben die Notstromversorgung sicherzustellen, aber auch hinsichtlich großflächiger Park- und Aufstellflächen und Anfahrtswege für Einsatzfahrzeuge. Natürlich haben wir auch geschaut, dass die Barrierefreiheit für mobilitätseingeschränkte Menschen gegeben ist, aber auch das Vorhandensein von Sanitäranlagen und sogar in manchen Objekten ist es möglich, dass Kücheneinrichtungen genutzt werden können, die bereits vorhanden sind. Konkret würde ich Ihnen jetzt gern die Notfallleuchttürme in dem Bogenlandkreis benennen. Und da beginne ich mit dem Notfallleuchtturm in der Elsteraue. Dort wird das Hützet Kultur- und Kongresszentrum Hauptstraße 26 der Notfallleuchtturm für die Elsteraue sein. Dann in Zeitz wird es die Turnhalle sein, Alte Werkstraße 1. Das ist unsere Turnhalle der Berufsschule des Bogenlandkreises. Auch dort ist die Größe entsprechend gegeben und die Anforderungen sind entsprechend erfüllt. Im Wetautal haben wir uns für die Turnhalle in Osterfeld entschieden. Die befindet sich am Schlosspark Nummer 5.
In Nauburg wird es die Turnhalle in der Seminarstraße Nummer 1 sein. Das ist die Turnhalle an der Volkshochschule. In Weißenfels haben wir uns mit der Stadt Weißenfels auf die Stadthalle geeinigt als Notfallleuchtturm in der Beutelstraße Nummer 69a. In der Stadt Hohenmölsen wird es die Turnhalle im Agricola-Weg Nummer 2 sein. Das ist die Turnhalle des Agricola-Gymnasiums. In Lützen haben wir die Turnhalle in der Pestalozzi-Straße Nummer 4 ausgewählt. Für das Unstruttal haben wir die Turnhalle des Bogenland-Gymnasiums Laucher in der Eckartsberger Straße 19 in Laucher ausgewählt. In der Verbandsgemeinde an der Finne haben wir uns für die Turnhalle der Sekundarschule Bad Bibra in der Steinbacher Straße Nummer 2 entschieden. Für die Stadt Teucher haben wir die Turnhalle am Stadion Nummer 1b ausgewählt. Und schließlich für die Verbandsgemeinde Treusig-Salzer Forst haben wir die Turnhalle der Sekundarschule in Treusig in der Friedensstraße Nummer 6 für einen Notfallleuchtturm ausgewählt. Alle konkreten Adressen, alle Standorte unserer Notfallleuchttürme werden Sie auch im Internet auf unserer Internetseite des Bogenlandkreises genau nochmal nachlesen können und sich auch tatsächlich auch nochmal genau ausdrucken können. Ich möchte aber auch nicht vergessen zu erwähnen, dass darüber hinaus natürlich die Städte, Verbands- und Einheitsgemeinden noch weitere eigene Notfallgebäude in Planung haben, um auch im gesamten Einzugsgebiet Angebote für die Versorgung der Bevölkerung im kleineren Rahmen zu schaffen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal für die konstruktive und natürlich weitergehende Zusammenarbeit mit unseren Städten, Verbands- und Einheitsgemeinden mich nochmal herzlich bedanken. Und wir werden weiter gemeinsam die Vorbereitung vorantreiben, die wir hier zusammen vor Ort beraten haben und die uns dann für den Notfall in der Umsetzung gemeinsam gelingen sollten. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, die Informationen auf der Homepage des Bogenlandkreises, die werden dann ab Heiligabend, also ab dem Weihnachtsfest, online gehen, sodass sich dann über die Feiertage jeder auch das anschauen kann und vor allen Dingen eben auch herunterladen und ausdrucken kann. Das wäre uns wichtig, weil wenn kein Strom da ist, kann ich auch nicht auf der Internetseite nicht mehr nachschauen und die Informationen dann also auch nicht mehr erhalten. Also nochmal, ab Weihnachten wird diese Sonderseite online gehen und wird dann über den ganzen Winter aktualisiert zur Verfügung stehen, um sich dann während der zwischen den Feiertagen da auch etwas genauer damit zu beschäftigen. Ich will noch ein weiteres Thema jetzt anfügen und ergänzen, dass sich sicherlich auch viele schon und mit denen sich sicher auch viele schon befasst haben. Das ist das Thema der privaten Vorkehrungen, die man für die eigene Familie treffen kann. Und zwar nicht nur in den Fällen, in denen jetzt Stromausfall oder Gasmangellage ist, sondern das gilt ja für alle Katastrophen. Wir wollen das deshalb gerne nochmal in Erinnerung rufen. Also auch bei Hochwasser, bei Sturm oder anderen Gefahren kann es ja sein, dass Lebensmittel in dieser Situation nur schwer zu bekommen sind und deshalb raten wir, rät auch der Bund dazu, einen ausreichenden Vorrat zu Hause zu haben, mit dem Ziel, dass man ungefähr 10 Tage ohne Einkauf auch zu Hause gut bewältigen kann. Die Lösung liegt natürlich in der eigenen Verantwortung jeder Person selber und es ist eine persönliche Entscheidung, ob man vorsorgt und wie man vorsorgt. Wovon wir aber dringend abraten, ist eine Massenbevorratung und auch
keine Hamsterkäufe, das macht alles keinen Sinn, weil das nicht nur unsolidarisch ist, sondern auch zur Verschwendung und zum Verderben von Lebensmitteln führen wird. Wir müssen uns auch nicht jetzt selbst alles neu erfinden, was in einer solchen Vorsorgebetrachtung der Familien wichtig ist. Dafür gibt es schon lange und kann man sagen Jahrzehnte Hinweise des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und ich habe wenige Punkte davon hier noch einmal mitgebracht. Das erste ist, dass sich jeder eine passende Liste selber zusammenstellen soll, die eben Essen und Trinken für 10 Tage beinhaltet. Und da empfiehlt das Bundesamt 2 Liter Flüssigkeit pro Person Tag und rund 2200 Kilokalorien pro Person und Tag für Lebensmittel. Und man soll doch daran denken, dass beim Einkauf man solche Lebensmittel erwirbt, die auch ohne Erwärmen und Kochen verwendet werden können. Zweitens, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz spricht von einem lebenden Vorrat. Und das bedeutet, dass Sie versuchen sollten, diese Vorräte in Ihren täglichen Lebensmittelverbrauch auch zu integrieren. Somit werden die Lebensmittel auch nicht schlecht und sie werden wieder umgeschichtet. Ich weiß aus meiner Küche zu Hause, dass es da Ecken gibt, wo das mit dem Umschichten dann manchmal nicht so gut klappt. Da muss man vielleicht mal die Büchsen mal anders sortieren und nochmal neu die Schränke aufstellen. Aber es wäre wirklich schade, wenn die Dinge dann verfallen. Und man kann also auch durchaus mal, wie gesagt, eine Büchse mit Erbsen und so in den normalen Lebensmittelalltag mit einbeziehen und umschichten. Drittens, sollten auch jetzt nicht alle losgehen und alles auf einmal kaufen. Ich habe auch in den letzten Wochen und Monaten immer mal eine ganze Packung von Wasser mitgenommen, damit man das zu Hause hat. Also Stück für Stück aufbauen, die Lagerung beachten, auch bedenken, dass eben sowas wie Kühlschränke und Gefriertruhen ja dann nicht mehr funktionieren. Also Lebensmittel, die sich nur gekühlt oder eingefroren halten, sind nicht geeignet, wenn kein Strom zur Verfügung steht. Viertens, ich habe selbst einen Hund, deshalb möchte ich darauf hinweisen, vergessen Sie auch die Haustiere nicht. Die sollten auch bei dieser Planung berücksichtigt werden. Und fünftens, zur Überbrückung von mehreren Stunden Stromausfall sollte man alternative Lichtmedien zu Hause haben. Also das können Kerzen sein, batteriebetriebene Taschenlampen oder es gibt auch solche Taschenlampen mit einer Kurbel, mit einem Dynamo dran, um letztlich Licht zu erzeugen. Ja, meine Damen und Herren, damit sind wir erstmal am Ende unserer Ausführung. Wenn es eben dann Fragen zu technischen Dingen gibt oder zur Situation, wie es zu einem Stromausfall kommen kann, dafür steht dann Ihnen jetzt Herr Lehmann zur Verfügung. Und ich hoffe, dass die Informationen für Sie alle verständlich waren und auch dabei helfen, dass wir vor allen Dingen ruhig, ohne Aufregung, diese Situation meistern, von der wir hoffen und auch erwarten, dass sie gar nicht stattfindet. Ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit und wünsche allen, die uns jetzt zugesehen und zugehört haben, dann eine schöne Adventszeit, die man genießen kann, und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.